Gentechnik. Ein mögliches Zukunftsszenario. Genedrive-Mücke. München. In Süddeutschland und vor allem im Großraum München treten vermehrt schwere Fiebererkrankungen infolge von Mückenstichen auf. Verursacht wurden diese wahrscheinlich durch gentechnisch veränderte Mücken. Ähnliche Fälle wurden zuvor bereits in Afrika beobachtet. Seit 2014 arbeiten US-Wissenschaftler intensiv an gentechnisch veränderten Mücken, um diese in Afrika zur Bekämpfung der Malaria einzusetzen. Um dies zu erreichen, sollen Moskitos mit einem sogenannten Gene Drive manipuliert werden. Die Idee? Erbanlagen aus dem Labor sollen sich rasch in natürlichen Populationen ausbreiten. Dabei soll sich der Vorgang der gentechnischen Veränderung in jeder Generation wiederholen. So soll die neue Eigenschaft möglichst an alle Nachkommen weitervererbt werden. Die Mücken würden dann also nicht nur ein zusätzliches Gen in sich tragen, sondern auch den Mechanismus zur gentechnischen Veränderung. Die genmanipulierten Mücken sollen nicht mehr in der Lage sein, die Erreger der Malaria zu übertragen, wie dies sonst beim Blutsaugen geschieht. Und wie kommt es 2040 dann zu Krankheitsfällen durch Mückenstiche in Deutschland? Die Geschichte von Anfang an. Zu Beginn der ersten Freisetzungen der Gene-Drive-Mücken ging in einigen Regionen Afrikas die Anzahl der Malaria-Erkrankungen zunächst zurück. Und die Firma, die die Mücken manipulierte und freisetzte, feierte dies als ihren Erfolg. Bald darauf zeigte sich aber leider, dass der positive Effekt wieder nachlässt. Zudem stellte sich heraus, dass die Gene auch auf andere Mückenarten übertragen wurden, die sich mit den Gentechnik-Mücken paaren können. Dabei löste das zusätzlich eingefügte Gen unerwartete biologische Effekte bei den Mücken aus. Wie sich herausstellte, übertrugen diese Mücken zwar keine Malaria, aber ihr Stich verursachte ein heftiges Fieber. Der Grund? Im Speichel der Mücken kam es zu einer Überproduktion bestimmter Eiweißstoffe, die bei einem Stich zu heftigen Entzündungen führen können. Es wird angenommen, dass durch die gentechnische Veränderung auch die Aktivität der natürlichen Gene der Mücke gestört wurde. Durch den Klimawandel konnten sich die Mücken schließlich auch in Süddeutschland ausbreiten. Was wir bedenken sollten, Gene sind keine einfachen Bausteine. Umwelteinwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Genen können ihre Funktion beeinflussen. Diese Effekte sind nicht ausreichend vorhersehbar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten gegenwärtig in verschiedenen Laboren mit Gene Drives an einer neuen Turbogentechnik, mit der natürliche Populationen gentechnisch verändert werden sollen. Unter anderem sind gentechnische Eingriffe in Populationen von Mücken, Fliegen, Wildpflanzen und Nagetieren geplant. Dabei stehen oft kurzfristige Überlegungen wie Profiterwartungen im Vordergrund. Angepriesen werden die neuen Organismen als Lösung dringender Probleme. Die langfristigen Risiken werden dabei verdrängt. Wie sollen wir mit diesen Risiken umgehen? Es hilft nur Vorsorge. Gentechnisch veränderte Organismen, die sich unkontrolliert in natürlichen Populationen ausbreiten können, dürfen nicht freigesetzt werden. Alles andere wäre ein Eingriff in die Keimbahn der biologischen Vielfalt. Fehler, die jetzt bei Anwendung neuer Gentechnikverfahren gemacht werden, können sich auf alle nachfolgenden Generationen auswirken.